Herzlich willkommen bei der Folge, Marek, hast du schon mitgezählt? Folge 80.675 oder 78? Ja, gut. Heute geht es um den Einbau von dem Pitman. Musst du so einen Krach machen jetzt hier? Der lacht da. Und ich zeige euch mal, um was es ganz genau geht. Und zwar haben wir jetzt von J-Parts hier was Schönes bekommen. Und da haben wir uns den Pitman besorgt von J-Parts. Und der hat hier oben eine Doppelklemmung und das soll wohl bombenfest halten. Und ich werde jetzt mal eine Videosequenz einschneiden, die nach dem Ausbau ist hier, damit wir mal beide mal vergleichen können. Und ja, machen wir jetzt mal. So, jetzt zeigen wir euch mal den Unterschied. Also das ist ja jetzt die erste Generation gewesen von dem Pitman von Polaris. Da ist ja nicht mal ein Schlitz drin, der irgendwie eine Spannung aufbaut, sondern das ist einfach bloß eine Hülse, wo drin steckt und nicht verklemmt ist nichts. Und das krackelt natürlich aus. Dann blende ich euch jetzt mal ein Foto ein, weil Outcast Kusa hat mir nämlich die nächste Generation geschickt gehabt. Da haben sie schon einen Schlitz drin gehabt und eine Seite schon mit Backen und Schrauben. Und ich weiß nicht, ob es da noch eine andere Generation gab, aber eben, wenn man jetzt mal vergleicht. Ja, ich muss die mal gleich drehen hier. So und so. Ich hoffe, wir haben auch das richtige gekauft, weil das ein bisschen anders aussieht hier außen rum. Aber ich hoffe, der Jeben wird ja schon falsch schicken, wa? Dann haben wir jetzt also hier komplett eine Doppelklemmung. Und die greift auf jeden Fall richtig fest zu. Dann haben wir hier drüben den Anschlag. Der ist ein bisschen dünner ausgelegt als der originale hier drüben. Und haben an diesem Teil hier noch Winkel dran gehabt, die an den Rahmen rangingen. Die hat Jay jetzt schon komplett in diesem Teil komplett eingebaut. Also die ganze Aufhängung hier, das sieht mir alles viel robuster aus. Das ist ein viel dickeres Material als das dünne Trompetenblech, was original bei Polaris bei ist. Wa? So, Lager kann ich nicht zu sagen. Ist eins mit Simmerringer. Ist ein bisschen rund. Runder als das Originale. Wa? Ja, ein bisschen runder ist es schon, aber ey, komm. Drauf geschissen. So. Und jetzt geht es darum, jetzt muss das Ding da drin. Dann schauen wir mal. Der Pitman sitzt hier ganz unten auf dem Getriebe. Da müssen wir also Platz schaffen. Schön, dass wir alles zerlegt haben. Wir haben ja den Kühler raus, wir haben ja alles raus. Ich muss noch die Batterie rausmachen. Und dann zeige ich euch mal genau, was wir jetzt erstmal machen müssen, damit wir da unten rankommen. Hm? So, wie ihr seht, seht ihr nichts. Wir haben hier einmal hier oben das Lenkkopflager. Ja? Das ist hier. Die beiden Schrauben müssen gelöst werden. Dann haben wir hier unten, mal gucken, ob ich das euch zeigen kann. Hier unten nochmal zwei Schrauben, die sozusagen eine Klemmverschraubung machen, damit das hier auf der Servolenkung fixiert ist. Die müssen wir auch lösen. Und dann können wir die ganze Lenkstange nach oben und nach hinten wegklappen. Mal gucken, ob das funktioniert, so wie ich mir denke. Und dann kommen wir an die Servolenkung ran, die wir dann auch noch lösen müssen und dann rausnehmen müssen. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir denke. Das wird lustig. Also ich schraube jetzt erstmal die Beinschrauben ab, die Beine unten. Und dann gucke ich mal, ob wir den Lenker da irgendwie weggeklappt bekommen. Und ob das so funktioniert, wie ich mir denke. So. Ich habe es hingekriegt. Wie gesagt, oben mit Lenkkopflager ab. Die Beinschrauben halt gelöst. Und ich muss dazu sagen, eine von den Beinschrauben sah so aus. Ja. Ist schon irgendwie nicht mehr normal, wa? Ja, müssen wir mal gucken, ob wir eine Ersatzschraube finden. Die, was denkst du denn, warum die so aussieht? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt kommen wir natürlich weiter. Jetzt können wir natürlich. Ich habe schon mal die beiden Stecker abgezogen von der Servolenkung. Da haben wir zwei Stecker dran. Die sind auch hier unten drin, hier so an der Servolenkung. Sieht man ja natürlich, wenn man die Batterie raus hat. Und ich habe noch vergessen zu sagen, bei der Batterie ist noch so ein Kunststoffträger drunter. Ja. Den bitte auch rausnehmen. Und jetzt gehen wir nach unten und schrauben erstmal die Servolenkung raus. Aber wir können die Servolenkung so nicht rausnehmen. Deswegen machen wir jetzt erstmal einmal hier drüben komplett die Seite alles ab, weil wir sowieso bei dem Antrieb unten noch eine Manschette wechseln müssen. Also Dämpfer ab, A-Arm ab, unten A-Arm ab, Antriebswelle raus und dann können wir weitermachen. Wa? Und wie man sowas auseinanderschraubt, hier den Dämpfer, zwei Schrauben und die A-Arme habe ich schon ein paar Videos gemacht. Guckt mal, wie man A-Arme rausschraubt. Das zeige ich euch jetzt nicht. Ich zeige euch nur, wie es nachher weitergeht mit der Servolenkung. Wa? Gut, bis gleich. So, wir haben jetzt alles abgeschraubt hier. Antrieb ist raus. Den oberen Arm haben wir rausgenommen.
sagt, dass der mit dem Antrieb scheiße war. Der Antrieb war hier so festgegammelt. Wir mussten wirklich erstmal Rostlöser rinsprühen hier, damit der überhaupt rauskam. Andere Seite genauso haben wir jetzt einmal eingesprüht. Dasselbe haben wir jetzt auch gemacht, wo die Servolenkung. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann hier, da. Ist denn eigentlich mein Mikro noch an? Ist noch an? Ja. Da unten, da sieht man denn, wo der drin steckt, der Zapfen. Da haben wir auch erstmal ordentlich eingesprüht. Jetzt hoffe ich, dass wir die Servolenkung rauskriegen, ohne den Tank auszubauen. Wahrscheinlich geht das nicht, aber ja, die Schrauben hier vorne waren wunderbar leicht zu lösen. Beide, hinten, andere Seite auch. Nur die hier hinter, da habe ich dann, muss ich euch unbedingt zeigen, eine riesen lange Ratsche mit zwei Kreuzgelenke und benutzt. Weil das wirklich so fummelig war. Und dann wollen wir ja sehen, dass wir jetzt die Servolenkung rauskriegen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Jetzt mal hinten swipen. Mal hinten zeigen. Was drücken denn zeigen? Was da schon fertig ist. Ja, gut, okay. So, wir haben jetzt hier. Eigentlich sieht es doch genauso wie vorher. Das sieht doch aber geil aus, oder? Wir haben jetzt hier endlich den Bolzen ausgeflext, haben hier den neuen Bolzen drin, alles schön eingeschmiert. Seht ihr auch, wie überall das Fett rausguckt. Wir haben hier alles eingefettet, wir haben da alles eingefettet. Hier auch. Oben im Stoßdämpfer hat die kleine Hülse gefehlt. Da sind ja zwei Hülsen drin, eine größere und eine kleinere. Und kann ich euch zeigen, genau. Hier ist, da ist eine kleine Hülse noch drin und eine große Hülse. Und bei dem Dämpfer hinten hat eine kleine Hülse gefehlt. Wir haben auch überall in den Hülsen noch ein bisschen Fett drin gemacht, weil alles total vergammelt und verrostet war. Dann haben wir die Stabilstreben schon drin. Ja, ich habe die Bolzen vergessen zu kaufen. Sorry. Kommt im nächsten Video noch. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir die Bremsleitung ein bisschen gedreht bekommen. Wenn nicht, müssen wir neue holen und die anders verlegen. Und ja, Marc, wie sieht's aus? Was haben wir noch mitgekriegt beim Antrieb vorne? Ja, dass die Achsen extrem scheiße schwellen. Ja, wie gesagt, die Steckachsen, die waren so vergammelt hier drin, da musste man wirklich Rostlöser reinhauen, um sie rauszuziehen. Und dann haben wir mitgekriegt, dass die rechte Achse hinten rechts, nicht hinten, sondern die rechte Achse vorne rechts im Kreuzgelenk außen auch irgendwie was hat. Das knackt und knirscht und scheint nicht richtig eingehakt zu sein. Müssen wir mal auseinandernehmen, ob da was gebrochen ist oder ob da bloß ausgehakt ist. Gucken wir uns unten an. Aber jetzt geht es erstmal um den Pitman. Na? So, wir haben Pitman draußen. Ich zeige euch gleich noch, was wir gemacht haben. Marc, was machst du jetzt gerade? Sprenger hier lösen für die Spurstangen. Das machst du hier auf dem Boden? Ja. Gut, okay. Geht. Macht sich besser. Das läuft. Dann zeigen wir euch gleich den Unterschied zwischen den beiden Pitmans. Und ich muss noch was dazu sagen. Ja? Am besten ist natürlich, man löst hier den Antrieb. Gut, der ist hinten gesteckt. Ja? Der rutscht hinten eben auch raus. Man muss die Getriebe komplett abschrauben und nach vorne schieben, damit man hier noch Spiel hat, um die Servolenkung nach oben zu drücken und den Pitman dann rauszunehmen. Ja? Das heißt also, ihr müsst definitiv den Kühler abbauen, alles hier Platz schaffen, damit ihr wirklich das Getriebe dann nach vorne rausbekommt. Das funktioniert sonst nicht. Ja? Gut. Was, ist noch irgendwas wichtig gewesen? Wie gesagt, die Servolenkung oben abschrauben, dass sie locker ist. Der Getriebe muss komplett gelöst werden, nach vorne geschoben werden. Am besten hier natürlich lösen. Hätten wir eigentlich machen sollen, als die Triebe noch fest war, aber jetzt ist es zu spät, weil wir von G-Parts noch die Glocke anbauen wollen. Die Originale von Polaris, die reißt ja gerne hier an den Laschen oben weg. Da muss eine Verstärkte ran. Und dann werden wir noch komplett das Öl tauschen, gucken, wie es aussieht da innen drinne. Und dann wird alles wieder zusammengeschraubt hier. So, dann wollte ich euch nur mal zeigen, die Aufnahme hier für das Kugellager von dem Pitman hat hier eine kleine Bohrung, wo hier dann an der Seite der Dreck rausläuft. Das Problem ist bloß, wenn wir unser Schlammfahrten machen und so was, dann geht da auch Dreck und Schlamm drin und verstopft die alles. Und dann läuft das eh nicht raus. Und jetzt habe ich beschlossen, wir pumpen das jetzt ordentlich voll mit Fett, drücken das Kugellager rein und machen oben drüber auch noch ordentlich Fett, damit da ja kein Dreck rinkommt. So ist mein Plan. Ob das funktioniert, ist noch eine andere Sache. Und dann gucken wir mal, ob das so funzt, wie ich mir denke, wa? Gut. Ja, Marc, das ist schon warm, wa? Wir kommen gut voran. Lenkung sitzt schon wieder. Marek macht schon wieder die Spurstangenköpfe ran. Und ich wollte noch mal kurz was einblenden. Das blende ich euch mal jetzt ein. Ich habe da ein paar Fotos geschossen. Weil wichtig ist ja, wenn man den Pitman einbaut, dass man da eine Markierung aufpasst bei der Servolenkung, den Nullpunkt sozusagen. Da kommt jetzt mal ein Foto. Da sieht man eben genau, wo die Markierung ist. Und das muss bei J dann genau
diese Öffnung sein von der Schelle. Das müsst ihr eben gucken, dass es dann auch passt, dass es genau in der Mitte ist und die Servolenkung auch wirklich dann mittig arretiert ist. Das ist ganz wichtig, ja? Sonst kann man nämlich nicht mehr lenken. Dann lenken die nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Kannst du mal die Lenkstange hochheben? Damit die. Siehst du, was ist? So, jetzt zeige ich euch mal, wie man es nicht machen sollte. Ja? Ja. Marek hat die Spurschankköpfe dran. Ich hab das dran, funktioniert einmal frei. Nichts funktioniert einmal frei. Weil der die Spurschankköpfe oben an die Schraube statt unten drunter. Marek, Spind raus, abschrauben und nach unten. Ja. Gut. Outtakes. Ja, da kommt ein Outtakes. Guckst du dich mal Kreuzgelenk an von der Innenachse? Bei dem müssen wir ja da sowieso die Mannschaft erwähnen. Jetzt schon ein bisschen weg. So, wir haben den Pitman drin. Marek ist schon abgehauen. Und ich will nochmal zusammenfassen. Also, wir haben heute geschafft, den Pitman zu tauschen von J-Parts. Da hatten wir auf dieser Seite auch ein Problem, weil wir hier das Lenkerschloss hatten. Das war hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier nur zusätzlich mit zwei Nieten versehen. Die musste man aufflexen, weil die konnte man nicht aufbohren. Da muss wohl irgendwie so ein richtig hochwertiger Stahl gewesen sein, die Nieten. Also die ging nicht zu bohren. Da haben wir das Lenkerschloss rausgenommen. Da ist ja jetzt die neue Halterung mit angeschraubt. Und die neue Halterung hat ja hier eine Vorsicherung für ein Lenkerschloss. Wir lassen es einfach weg. Brauchen wir nicht. Und wir haben hier unten die Lara jetzt alles komplett voll gemoddert mit Fett, damit die Lara auch gar nicht so viel Dreck abbekommt, wenn man mal durch tiefen Schlamm und Dreck fährt. Ist auch wirklich oben alles rausgequackert. Das haben wir auch gemacht an dem Übergang zur Servolenkung hier. Da ist auch überall das Fett nachher rausgequackert, damit da ja nicht rostet. Und wir haben die Schrauben hier festgezogen, haben dann erstmal alles arretiert hier. Und dann erst alles festgeschraubt. Wir haben, das erste, was wir angeschraubt haben, war erstmal die Triebe unten. Dann haben wir das angeschraubt, das Lenkrad oben und oben die Halterung vom Lenker. Und dann haben wir erst alles richtig arretiert und geguckt, ob nicht irgendwo Spiel ist und nicht verkantet und nicht verknirscht. Dann haben wir erst die Servolenkung festgezogen, weil die hat ja lange Löcher. Dann muss man alles ein bisschen einjustieren, damit es passt. Aber ich sage euch eins, jeder, der noch nicht so viel geschraubt hat, sucht euch Leute, die sich damit auskennen, weil das ist sehr, sehr kompliziert und aufwendig, diesen Pitman da unten zu tauschen. Ja? Die Triebe muss raus, der Kühler muss ab, das muss ab, das muss ab. Ja, es gibt Leute, die haben eben nicht den Kühler ausgebaut, die haben einfach nur so rumgefriemelt. Es geht irgendwie. Aber wenn man es einfach machen will, ist es wirklich einfach, den Kühler abzubauen, die Triebe abzuschrauben, nach vorne zu schieben. Und dann kann man, wenn man die Servolenkung gelöst hat und oben den Lenker ab hat, kann man dieses Teil da wunderbar ausfädeln. Ja, hat eben einen halben Tag gedauert. Zu zweit. Gut, Marek hat noch was anderes gemacht. Jetzt haben wir halt wieder zusammen. Ich muss jetzt unten noch die Schrauben noch hinschrauben. Die müssen noch hin. Festfixieren. Hier oben seht ihr, der Lenkkopflager ist schon dran. Meins, ja. Das hat noch kein Spiel. Das sieht doch ziemlich schwer. Und ja, ich werde morgen ein bisschen rumbasteln. Marek muss ja wieder arbeiten. Ich habe am Montag immer frei. Und dann werde ich mal gucken, ob ich noch hier das alles fertig mache. Den Kühler hinbaue. Dann werde ich morgen noch die Glocke einbauen vom Frontdifferential hier von J-Parts. Hier seine entworfene hier, wo man den stärkeren Kugelköpfe einbauen kann. Hier für die Spurstangen hier, da die Spurstangenköpfe. Ja, aber es fühlt sich irgendwie anders an als meins. Hast du da jetzt irgendwas geändert? Fühlt sich ein bisschen massiver an. Okay. Gut. Wie gesagt, ich kann dazu nichts weiter sagen. Ich fahre wie ein Opa. Ich habe es noch nicht wirklich am Limit gebracht. Basti hat es drin jetzt in seiner Scrambler, wo wir unser Heilifter-Projekt hatten. Kommt jetzt bei Marek auch hin, weil wir wissen ja alle, dass die Originalteile brechen. Ich zeig euch mal. Dieses Teil bricht gerne hier oben an den Laschen aus. Ihr seht ja auch, wie dünn das Material ist hier. Und wenn das ausbricht, im günstigsten Fall braucht er bloß eine neue Glocke aufschrauben. Aber meistens, also 80-90%, reißt es hier aus. Und dann könnt ihr euch ein komplettes vorderes Differential kaufen. Das kostet ungefähr 1600, 1700 Euro.
Also ich würde überlegen, ob ich Allrad einschalte und dann mache ich Gas hebe. Das ist ein Schwachpunkt bei Polaris, ja? Das haben sie Gott sei Dank bei den 2020 Modellen jetzt geändert. Genauso wie mit der Lenkung. Das ist auch komplett anders. Ja, ich habe noch viel, viel Arbeit. Jetzt hat sich schon der nächste angekündigt. Mit einer CF Moto. Der hat Komplettausfall mit seinem Quad. Und das werde ich dann danach, wenn hier die Scrambler fertig ist, mal rinschieben und gucken, ob ich da irgendwie helfen kann. Ich sage jetzt schon mal, vielen Dank, dass ihr das Video geguckt habt. Und wenn ihr so lange geguckt habt, vergesst den Daumen hoch nicht, wa? Das vergessen die meisten. Geht mir genauso, wenn ich ein Video angucke und dann, ach, hast du den Daumen vergessen, klicke ich nochmal drauf und mache den Daumen hoch. Also den Daumen hoch oder eben drunter, wenn es scheiße ist, was ich hier mache. Ich sage mal, der Pitman von J-Parts ist wirklich, wirklich geil. Und für diesen Preis, man muss immer überlegen, wenn man sich das Original kauft bei Polaris, liegen wir ungefähr bei 220, 240 Euro plus Versand. Da ist es nicht wirklich viel teurer. Aber wir haben dann Ruhe. Weil nämlich 90% des Lenkenspieles bei unser Sportsman und Scrambler kommt nur von diesem Pitman da unten. Weil der einfach Spiel hat. Ja? Also wenn ihr wirklich Spiel habt, dann bin Pitman hier. Ich mach mal eine Videobeschreibung, den Link von diesem Teil da, was wir da eingebaut haben heute. Das war erstmal für heute. Ich mache morgen weiter, kommt ja noch ein Video. Kommen ja noch ein paar Teile, wa? Ich muss ja noch viel mehr machen hier. Schnorchelkit muss noch ran und ja, hinten sind wir soweit durch. Jetzt die Arme sitzen. Wir müssen noch mal gucken, was wir eine Bremsleitung machen hier, ob wir da noch mal welche anfertigen. Aber es kommen noch ein paar Videos, wa? Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr wirklich so intensiv meine Videos schaut. Wie gesagt, ich kann nicht oft genug Danke sagen. Und wenn ihr mal meinen Kanal und mich unterstützen wollt, ich habe auch einen PayPal-Link da unten, ja, den könnt ihr auch mal, wenn ihr wollt. Weil auch bei mir geht irgendwann das Geld mal aus. Ma. Und ich sag mal, haut rein, bis zum nächsten Video.